Ja, und apropos jetzt kochen wir mit Christian Senf, Spitzenkoch aus Frankfurt. Hallo. Ja, danke, Daniel, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich, dass du da bist und dass du auch schon angefangen hast zu arbeiten. Ich muss erst mal sagen, was ich heute schon gegessen habe. Schweinebraten zum Mittag und zum Nachmittag sozusagen eine Rindswurst. Ja, das heißt, deswegen machen wir jetzt was? Wir machen jetzt ein leckeres Curry, zwar also was Leichtes, ja, damit du quasi heute Abend auch super schlafen kannst. Und ohne Fleisch. Und ohne Fleisch, ja, weil ich meine, der Trend wird ja immer stärker, dass Fleisch und Fisch so ein bisschen nach hinten rückt. Ich persönlich esse aber auch Fleisch und Fisch. Mhm. Ich finde nur, in den richtigen Maßen ist es wichtig und vor allem einfach ja, so ein bisschen auch drauf zu schauen, wo kommt's her. Ja, ich hatte meine Wochenration heute schon und das kam aus der HR-Kantine. Ja, perfekt, so muss das doch sein. Mhm. Aber das ist ja auch wichtig, dass man irgendwo frisches Essen essen kann. Also Curry, ja, Curry kommt ja aus dem asiatischen Raum und letztendlich heißt eigentlich Curry nichts anderes als Gemüse, Fleisch, Fisch, im Grunde in einer Pfanne zusammengebraten. Du kannst aber eigentlich das, was du zu Hause im Kühlschrank hast, auch wirklich verwenden. Und das finde ich so spannend, weil, sag mal so, ab und zu gehe ich natürlich auch zu Freunden kochen und wenn ich dann da in den Kühlschrank reinschaue, kann es sein, dass du Stäbe siehst. Oder vielleicht, wenn du Glück hast, auch mehr. Ja? Was hast denn du jetzt alles, was wir reinmachen müssen? Und was kann ich machen? Weil am Ende kommt Mango rein. Genau. Vielleicht soll ich die Mango schon mal reparieren? Du bereitest die Mango vor, das heißt, ich brauche auf jeden Fall von der Mango Würfel. Ja? Und das Tolle ist ja beim Mango immer so, man weiß nicht genau, wo der Mist. Kern ist. Ja. Das ist immer das Schöne. Ich dreh die mal um. Genau, dreh sie rum. Dann könnt vielleicht in der Länge nach schneiden, oder? Dann ist die Wahrscheinlichkeit genau so geringer, dass man den Kern trifft. Und jetzt, ich hab mal ein paar Wochen bei einer australischen Familie gelebt und die hatten einen Mangobaum im Garten stehen. Und da hat mir meine Gastmutter erklärt, wie man hier so einen Igel macht. Ja, das ist schon Menschen, gar nicht schlecht. Nicht mal in Australien waren. So, ja, schick, perfekt. Oder? Und da schneidest du jetzt im Grunde auch gleich die Würfel runter. Ja. Weil einfacher kann es eigentlich nicht gehen. Ja. Und ich finde halt bei einem Curry super spannend, dass du wirklich eigentlich schnell was Herzhaftes hast. Ja. Mhm. Also wirklich, du musst nicht sagen, du musst jetzt mega groß einkaufen. Und das Tolle ist ja zum Beispiel bei Frühlingslauch, ja, viele machen immer das obere weg. Hast du ja für mich auch gerade gefragt, ne, warum ich das nicht wegmache. Ja, das wollte ich, dass wir das unbedingt klären, weil ich zu Hause nämlich oft nur das untere nehme. Ja, und du kannst wirklich das untere und das obere nehmen. Wichtig einfach nur, wenn du einen Curry ansetzt. Ja, immer vom härtesten anfangen und aufs weichste Gemüse runterarbeiten. Okay, das heißt, du hast deswegen was jetzt schon alles reingetan in die Pfanne? Die Karotten rein, Zwiebeln, Knoblauch, den Paprika. Als Tipp, Paprika würde ich ruhig ein bisschen schälen. Ja, damit im Grunde Paprika schälen, damit es besser verdaubar ist. Uiuiui. Ja? Ich hatte noch nie Probleme mit der Verdauung von Paprika, ehrlich gesagt. Aber gut, haben vielleicht andere. Curry dazu? Ja, das heißt, du nimmst kein fertiges Currypulver, sondern... ja, doch, ich nehme schon ein angemischtes. Ich meine, Curry ist ja eine Gewürzmischung. Ja, aber natürlich, ich gebe auch noch ein bisschen mehr Zimt dazu, weil in Curry ist ja schon Zimt. Und jedes Curry ist auch anders, also auch von der Region... Von jeder Region. Oh, jetzt duftet es nach Indien, würde ich sagen. Genau. Das heißt, was sind da jetzt für Gewürze drin? Also im Grunde ein klassisches Mumbai-Curry. Mhm. Ja, ein Jaipur-Curry. Ja, das ist ein bisschen süßlicher. Und wichtig dabei ist jetzt einfach nicht zu lange heiß kochen, weil sonst verbrennen dir natürlich die Gewürze. Mhm. Ja, Zuckerschoten dazu. Das heißt so mittlere Flamme. Mittlere Flamme. Ja. Karotten. Ja. Hier habe ich zum Beispiel Kichererbsen, ist auch so eine Sache, wo du sagst, so ein paar Ballaststoffe, Kohlenhydrate. Ja. Aus der Dose oder kannst du trocken? Aus der Dose nehmen, kannst du aber auch getrocknet nehmen. Als Tipp, wenn du sie getrocknet nimmst, weich sie einen Tag vorher ein und schäl sie, damit du die Grundschale weg hast. Ein bisschen Gemüsebrühe. Und wer jetzt nicht mitgeschrieben hat bisher, was da alles in die Pfanne gekommen ist, der kann jetzt einfach mal näher an den Fernseher rangehen. Und wir blenden jetzt gleich hier unten einen QR-Code ein und da einfach sein Handy dran halten, dann erscheint schwuppsiwupps das Rezept und man braucht gar nicht mehr unsere Internetseite eingeben. Kann man natürlich alternativ machen, hrfernsehen.de/die-Ratgeber, auch dort das Rezept nochmal zum Nachlesen. Und du tust jetzt was noch hinterher rein? Kohlrabi, ja, Paradieschen. Ja, das ist dann eigentlich im Grunde Kokosmilch so ein bisschen hast du reingemacht. Kokosnussmilch, genau, das ist im Grunde nur so, dass du verschiedene Haptiken drin hast. Ja, und wenn du natürlich auch ein bisschen Süße haben willst, nicht nur von der Mango, empfehle ich zum Beispiel immer Ananas. Ananas. Ja, finde ich persönlich ganz lecker. Und am Ende, damit ich natürlich auch was Bitteres habe, habe ich hier so ein Tadibo. Den gebe ich auch mit rein, weil der gibt dem Ganzen natürlich so ein bisschen Farbe. Das heißt, du siehst eigentlich, ich bin mal ganz spontan durch meinen Kühlschrank zu Hause gelaufen. Hast du mal Tadibo? Tadibo. Wie heißt das?
Was ist das und wo kriegt man das her? Tadivo ist im Grunde ähnlich wie ein Radicchio, ist ein Bittersalat. Ach so. Ja, ist natürlich für uns Köche immer so, ne? Ja, wir klar, kennen ist ähnlich das alles, wie Radicchio. Ja? Kennen auch sicher viele Zuschauer, kennen nur ich nicht. Das ist ja nicht so schlimm. Richtig. Aber du kochst ja auch nicht jeden Tag, hast du mir verraten. Aber ab und zu. So, heute ganz wichtig, wie gesagt, erst zum Schluss dann wirklich auch die Mango dazugeben. Ja, das ist, mit dem Schluss kommt es hin, weil ich brauche so lange. Lass dir Zeit, zu schneiden, wie du für das gesamte Gericht. Das Wichtige ist ja auch, beim Kochen braucht man Zeit. Ja, wir haben die ja auch heute in begrenztem Maße. Was muss man eigentlich beachten beim Kauf der Mango, die ich hier gerade, also den einen Teil habe ich sehr professionell gemacht, glaube ich, den anderen nicht so. Welche Mangos sollte man kaufen für so ein Curry? Also ich persönlich mag lieber, also man sieht es ja auch ganz schön, die ist schon so ein bisschen schrumpeliger, die ist reif. Ja. Ja, wenn man natürlich jetzt in den Laden geht und die sieht aus wie aus dem Ei gepellt, bin ich so persönlich nicht der Fan von. Ich kaufe sie meistens in einem Asialaden, weil dort weiß ich immer, dass die viel, viel mehr Wert drauf legen, weil es gibt ja fast über 200 Sorten an Mangos. Uiuiui. Ja, und ich glaube, nur 30 sind kultiviert. Da, wo ich hingehe, gibt es immer nur eine. Und die ist entweder fest oder... Mango rein. Das ist der letzte Schritt, ne? Mach nur die Würfel rein. Nur die Würfel. Ja, genau. Den Rest naschen wir so. Haben wir auch Pilze drin? Pilze sind auch schon drin, ja. Was sind das für Pilze? Also ich habe jetzt, in meinem Rezept hatte ich Buchenpilze. Ich habe aber keine Buchenpilze heute gekriegt. So kann es einem auch mal gehen, auch wenn man für euch einkaufen geht. Ne? Und da habe ich quasi Shiitake-Pilze reingegeben. Mhm. Also letztendlich auch hier asiatische Pilze. Im Grunde so ein bisschen zu reagieren. Wenn du das nicht bekommst, heißt das nicht, dass dein Curry nicht lecker ist. Ja? Und eins will ich nur sagen, das ist das Schöne am Curry. So Karottengrün, ja, gibt auch ein mega leckeres Aroma. Echt? Das muss man nicht wegschmeißen. Das ist ja verrückt. Ja? Jetzt müssen wir dazu sagen, das ging alles sehr schnell, weil du einen Teil davon vorgegart hast. Genau. Zu Hause würde das wie lange gehen? Also zu Hause würde ich sagen, braucht man 5 bis 10 Minuten länger. Mhm. Ja? Aber vom Geschmack her nimmt sich das gar nichts. Ne? Was sagst du? Du siehst ja, wie farbenfroh das ist. Ja? Mhm. Und das ist auch so der Grund, warum ich zum Beispiel unterschiedliche Schnittformen benutzt habe. Ja, damit du im Mund eine andere Haptik hast. Aussieht. Wer natürlich sich es einfacher machen möchte, kann sogar so ein bisschen Soße schon vormachen. Okay. Ja, dann kann er quasi, wenn er sagt, es gibt ja Leute, die mögen mehr Soße. Ja, ich nehme mal das mit ein bisschen weniger Soße. Ja. Dann probier mal, ob es dir schmeckt. Kann man eigentlich Mango auch mit dem Schäler schälen, habe ich mich gerade gefragt. Man kann Mango auch damit schälen und es ist wesentlich einfacher. Ja, ich sag mal, die Variante, die du gemacht hast, die nehme ich halt, wenn ich sage, ich möchte die schnell so essen. Mhm. Ja? Das ist sehr heiß und sehr fruchtig. Und sehr lecker und sehr bunt und sehr gesund. Ja, ein bisschen Salz fehlt noch, aber dann? Ja, ein bisschen Salz noch, ein bisschen Pfeffer noch. Aber es ist ein echt leckeres Gericht, in das man wirklich auch so ziemlich alles, was man so da hat, einfach noch reinmachen kann. Vielen Dank dir. Ich danke dir, dass ich hier bin. Spitzenkoch aus Frankfurt mit einem Spitzengericht.